Kommt, wir müssen meinen Vater retten. Ich habe eine Tante, die ist ihr sehr ähnlich. Haha. Naja. Gut, wie komme ich denn in das große schwarze Ding in der Mitte? War nicht was mit dem Geheimgang oder so? Ich könnte mal Fallen suchen anmachen. Sag mir, was zu tun ist. Ich warte. Und dann umkreise ich das vielleicht mal ganz fesch. Vielleicht ist auch hier. War hier nicht was mit einer Geheimtür? Hier oder so? Oder war die hier? Och, wer weiß. Schwere, du hast auch keinen Bock auf gar nichts, oder? Gehindert, kann sich nicht bewegen. Warum? Zu schwer, ich sehe schon. Ach, den haben wir ja immer noch dabei. Was ist denn das für ein Bronkanisch? Gewicht 70. Ach du heilige Scheiße. Rüstungsklasse 1. Was hat Minsk denn? Plattenpanzer. Rüstungsklasse 3. Das ist natürlich schon nochmal was anderes. Die Dienerin der Natur ist. Ich warte auf euren Befehl. Minsk, geh mal zu ihr. Tritte in den Hintern für die eine Sache. Gut. Die anderen lasse ich dann einfach liegen, denke ich. Ach, ich zieh mal wieder alles ewig in die Länge. Naja. Ja. So. Gepäckfolge. Da war ja was. Halt mal. Du bist der Plattenpanzer. Ich will aber ein Prunkharnisch. Dumm. Ach, zieh ihn einfach mal kurz an. Dann hast du wieder Platz für den Plattenpanzer. So. Und minus 1. Schon viel besser. Was mir hier? Schienenpanzer, der ist ja auch richtig wichtig. Gut, dass ich den dabei habe. So. Ich sollte Minsk den mal nehmen. Der kann eh viel mehr tragen. Ich bin so. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, wie ich da hinkomme. Naja. Guck ich vielleicht später nochmal. Ich glaube sowieso nicht, dass da irgendwas allzu Wichtiges drin ist. Oder? Obwohl. Guck ich vielleicht nachher nochmal rein, oder? Ich weiß gerade eh nicht, wie man da reinkommt, also was soll's. Ihr müsst. So, wo komme ich jetzt hin? Bin ich jetzt im Keller? Sieht nach dem Keller aus, wa? Toll. Na gut, habe ich wenigstens gleich noch schnell Zeit da, gucken, wie ich in die Mitte komme. Den. So, achso, kann ich jetzt alle. Gut. Die alle das hinsetzen, während ich gerade das Viech da zerlege. Und gut, jetzt könnten wir hier noch ein bisschen rumlaufen. Aber hier waren wir ja eigentlich über. Was spukt euch im Kopf herum? Ihr scheint mir heute ziemlich nachdenklich. Zweifelt ihr vielleicht an unserer Vorgehensweise? Oh, geile Auswahlmöglichkeiten. Vielleicht, aber trotz meiner Zweifel habe ich nicht gerade viele Möglichkeiten, etwas an unserem Ziel zu ändern. Empfindet ihr wirklich so? Mir wurde beigebracht, dass wir allen freien Willen haben und entscheiden können, wie wir wollen. Vielleicht wäre der große Kreislauf einfach nicht auf göttliche Einmischung vorbereitet. Ihr müsst einen Druck verspüren, den ich mir kaum vorstellen kann. Ja, manchmal. Es gibt wohl so einige Dinge, die versuchen, mich auf die eine oder andere Seite zu ziehen. Ich verstehe. Die meisten von uns neigen dazu, uns im Gleichgewicht hinzubewegen. Es erfordert Mühe, sich in die eine oder andere Richtung loszureißen. Aber es wird doch von Anfang an uns gezogen und der Weg des Gleichgewichts ist der schwierigste von allen. In der Natur passiert das Gleiche, wenn die Zivilisation eindringt. Und welche Lösung wurde dort gefunden? Lösung? Es muss so ein Zeitpunkt kommen, an dem sich Dinge entscheiden müssen, zum Guten oder zum Schlechten. Ja, aber wer weiß schon, wann dieser Zeitpunkt kommen wird. Wir müssen uns im Sinne des Gleichgewichts tätig zu sein. Gleichgewicht hier zu sein, nur für den Fall, dass die Endabrechnung schon heute stattfindet. So solltet ihr jeden Tag leben, als ob es euer letzter wäre, nur zur Sicherheit.
Die Gegenwart wird an einem vorbeigehen, wenn man in der Vergangenheit lebt. Man sollte aber auch nicht zu lange darauf warten, dass man von der Zukunft gefunden wird. Wer hat das gesagt? Das war doch Khalid. Er hat sich nicht ewig lang über die verschiedensten Dinge Gedanken gemacht und ich wünschte mir, ich könnte das ebenfalls. Ich frage mich, was... Nun, ihr habt es doch geschafft. Mir gehen schon wieder allerlei närrische Gedanken durch den Kopf. Dennoch muss ich zugeben, dass ich mich nach diesem Gespräch immer besser fühle. Ich warte. Ich find's hier ganz cool. Wie wär's denn mit jetzt gleich? Nein? Danke, Lilakor. Ich find's hier ganz cool, dass diese Charakterinteraktionen auch immer gibt und so. Aber die kommen irgendwie immer zu so vollkommen unverhofften Zeitpunkten. Ja, das hat's hier richtig gelohnt, hier lang zu gehen. Sau gut, dass es dafür extra eine Treppe gibt. Also, ey, ohne diesen Bereich hier hätte das Spiel hier nur halb so viel Sinn gemacht. Ach, ihr Game Designer. Wenn ihr nicht so guten Kram machen würdet, könnte man sich ja wirklich über euch lustig machen. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. Ich glaube, dieser Mensch, der das eingesprochen hat, ist einer der meistgehasstesten Menschen in der Videospielgeschichte. So, irgendwie muss ich hier reinkommen, habe ich das Gefühl. Die Frage ist, wie? Also es geht nicht von hier, da war ich gerade erst drin. Was für Räume haben wir denn noch zur Verfügung? Gucken wir mal auf die Karte. Treppe zum Dach, Treppe ins Erdgeschoss, Treppe zum Dach. So, die Tür ist kaputt, so wenn ich mich recht entsinne. Ja, gute Idee, das mir zu übertragen. Gut, hier war ich glaube ich auch eben erst drin. Geht's von diesem Ort hier aus? Ich weiß es nicht. Ich muss einfach mal reingehen, denke ich. Und halt Fallen suchen an. Damit entdecke ich nämlich die Geheimgänge leichter. Komm, der Rede wert. Das gibt's doch gar nicht. Na 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 na. Wo geht's denn lang? Ich warte. Vielleicht laufe ich einfach mal hier lang. Ah, da ist. Wow. Der eine Raum, in den ich reinkomme, führt zum anderen Raum, in den ich irgendwie nicht reinkomme. Coolio. Muss ich irgendwie in diesen Raum hier kommen. Aber es sieht auch nicht so aus, als wäre der irgendwie zugänglich gerade für mich. Warum macht's nicht mal wusch und dann kann ich da rein? Habe ich da nicht gerade ein Türsymbol gesehen? Ah, nicht. Ach, ich halluziniere schon Dinge herbei, die ich mir wünsche. Ach, hier war das wahrscheinlich. Spitze. Okay, ist von hier aus? Musst du eigentlich von hier aus irgendwie gehen? Ich sehe was, was ihr nicht seht. Und jetzt dann doch. Nein, hier ist eine Geheimtür. Die ist so wenig offensichtlich. Jemand hat eine Treppe davor gebaut, verdammt. Hier geht's wohl in den Keller. Gehen wir erstmal da. Oh, vielleicht sollte ich erstmal speichern. Ich kann jetzt nicht sichern, wahrscheinlich, weil ich im Kampf bin. Mama? Ich habe das Gefühl, wenn ich das... Wenn ich das hier plündere, werden die auf mich losgehen. Ich gehe da nicht rein, ohne dass ich vorher gespeichert habe. Oh Mann. Oh Mann. Ja, das ist hier ganz geil. Gut, gehen wir mal in den Raum, vielleicht geht's dann. Komm schon, da ist ewig viel Raum zwischen uns. Wenn es auf dem Gang nicht geht, werde ich einfach jetzt mal reinstürmen. Ach, Scheibenkleister, das gibt's doch gar nicht. So, ich nehme jetzt mal einen Dieb. Und werde da einfach mal reinflitzen und vielleicht auch wieder raus, wenn ich Glück habe. Ihr Arschgeigen, ihr bewegt euch jetzt in die richtige Richtung. Wie ich das einfach hasse. So, YOLO und so, ne? Aha, erstmal gucken überall.
Der Pflegekopf. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Ich glaube ehrlich gesagt... Ich glaube ehrlich gesagt, wenn ich nur den Kopf mitnehme, greife ich nämlich nicht an. Ich meine, mich erinnern zu können, so wäre das gewesen. Ja. Ja, genau so war das. Da können wir nachher nochmal vorbeigucken. Ja, denn ich glaube, die anderen Sachen kann man nicht mitnehmen, ohne dass sie angreift. Und die sind böse. Richtig böse. Hier kann ich jetzt... Warum nicht? Speichern. Warum nicht? Warum kann ich denn hier nicht speichern? Was für ein zurückgebliebener Kram ist das denn? Ich bin in einem ganz anderen Gebiet. Wow. So. Ich finde es cool, dass die Gruppe Erfahrung erhält, wenn ich Schlösser knacke. Ein Gold. Ein paar Feuerpfeile, das ist allerdings nicht schlecht. Ein paar Kugeln. Oha. Ich werde gut ausgerüstet. Das ist meist kein gutes Zeichen. Aber ich kann mir bald meinen Pflegel zusammenbauen, da wir alle drei Köpfe haben. Ich gebe die jetzt mal alle irgendwem. Wollen wir irgendwas tauschen? So, du kriegst den hier. Wer hat noch einen Kopf? Hab ich nicht alle? Ich hab doch Kälte, Feuer. Und Säure. Wer hat denn jetzt Feuer? Ach, Yoshi hat natürlich Feuer dabei. Okay, du musst irgendwem irgendwas geben. Micromanagement. So. Die Köpfe kann ich jetzt alle oben an der Schmiede zusammenfügen. Mache ich, wenn ich wieder hochgehe. Mhm. Warum kann ich hier nicht speichern? Dumme Sache das. Gibt's auch einfach nicht. Oha. Pass auf. Das sind hoffentlich keine Riesentrolle, oder? Nee, sind normale. Gut, das ist machbar. Trotzdem würde ich sagen, Eri bewegt sich ein Stückchen nach hinten. Das ist jetzt gar nicht gut. Was bist du denn? Ein Spektraltroll. Oha. Ich weiß nicht, ob das gerade ein Bug ist übrigens, dass ich nicht speichern kann. Was könnte ich denn mal machen? Komm, scheiß drauf, ich mach mal eine Flammensäule. Hoffe, dass es nicht auf alle geht. Mal einen Flop. Liegt auf dem Boden, ich sehe das gerade nicht wegen wegen der spaßigen Kamerasicht. Au. Was kann ich tun? So. Du kannst mal heilen. Musik ist so aufwendig. Lila Co, du hast da auch nie genug, oder? Wir zerlegen gerade Trolle. Das ist doch cool. Erik kann auch mal weiter heilen, denke ich. Das stimmt, Erik, das stimmt. So, wir haben es übrigens bald. Ich weiß nicht, ob mein PC das noch mitmacht. Ah, okay, das kriegen wir hin. So. Du feuerpeilst jetzt mal den da. Betätige mich heute wieder neologistisch, indem ich Worte wie Feuerpfeilen entwickle. Das ist mal ein Verb. Ich feuerpeile, er feuerpeilt. Hast du heute schon gefeuerpeilt? Unverletzt, heilst du dich? Sag mir nicht, dass du dich heilst. Waffen unwirksam. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen. Das ist nur mit, ja, das war schon mal was. Säure pfeilt der her. Ich denke mal, da kann ich vielleicht mit Säure heilen. Zwar nicht im Zauber, sondern dem Pfeil an sich auch Schaden machen. Lila kostet eigentlich eine magische Waffe, oder? Und noch ein Säurepfeil drauf. Nadia, sag mir nicht, du hast ihn nicht getroffen. Ich wollte doch gerade sagen. So. Yoshi, du kannst gerade nochmal ein paar. Hast du nicht mehr. Ha. Toll. Gut, hier habe ich noch ein paar normale Pfeile. Ich muss unbedingt verkaufen. Ja gut. Während des Kampfes sehe ich ein, aber ich bin jetzt gleich aus dem Kampf. Warum nicht?
Was ist hier so speicherhassend? Ich muss doch mal speichern. Braucht ihr etwas? Ja, ich brauche etwas. Einen Speicherpunkt. Shahera, dazu noch. Seid doppelt vorsichtig. Ich bin mir sicher, dass alle erdenklichen... Warum kann ich nicht speichern? Das macht mich wahnsinnig gerade. Vor allem, ich weiß nicht, wo der letzte Speicherpunkt war. Oh, Erdkolosse klingt wenig angenehm. Wow. Wow. Auch noch gestunt. Oh. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Da kann ich gerade noch eine draufsetzen. Genau wegen sowas sollte man speichern dürfen. Der ist hier immer noch verletzt. Ne? Jetzt muss ich mal eine gute Heilung machen. Darf ich? Nein, ich kann natürlich nicht speichern. Das wäre ja albern. Wisst ihr was, ich gehe jetzt nochmal raus und wieder runter und dann mal gucken, ob ich dann speichern kann, weil so geht das jetzt echt nicht. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ihr müsst ja, eure viel Gruppe sammeln, erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen so. Könnt. Der gute Doc ist mal wieder stinkbesoffen. Ihr braucht meinen Rat nicht. Na gut. Dich in mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. Kann man sowas eigentlich unterbrechen? Jetzt wird dir keinen solch einfachen Tod gönnen. Verwirrt. Das bin ich öfter mal, ja. Gut, jetzt aber. Ist schon geschehen. Das macht so keinen Spaß. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Dessen bin ich mir bewusst, Stimme, die ich hasse. Curses. Gibt's doch nicht. Ich brech ab. Ich mein's ernst. Ich brech einmal in der Mitte durch. In einem Strahl brech ich. Und ruhen kann ich auch nicht. Ey, es ist perfekt. Ich erspare euch die nächsten paar Minuten, in denen ich nur im Kreis und durch verschiedene Gebiete gelaufen bin, bei denen ich versucht habe zu speichern jetzt einfach mal, da wirklich nichts passiert und ich nur immer wütender werde. Ich weiß nicht, ob es ein Bug lag oder meine eigene Blödheit, irgendwer wird es mir schon sagen, aber irgendwann habe ich einfach abgebrochen und spiele bis zum nächsten Mal an dem letzten Speicherpunkt, wo auch immer der sein wird, weiter. Also, ich bin Doc Oppenheimer und wir sehen uns beim nächsten Mal.